ich da am schnellsten hin? Ich denke mal hier so. Ja, renn doch. So. Aber hier war ich auch noch nicht, oder? War ich hier schon? Drogstruhe. Achso, die habe ich schon geplündert. Na gut. Fell? Ach guck mal, jetzt kann ich auch so hier hoch. Muss ich gar nicht die Treppe nehmen. Ja, alles klar. Lass die Technik lieber stecken. Alles klar. Aber der Duras darf, oder was? Ich geh nochmal zur Taverne. Guck mal, die erkennt man sogar hier. So ein paar Bierkrügchen hängen da. Ist schön gemacht. Da auch nochmal. Oh, früher war alles besser. Nur am Saufen. Ja, also wirklich. So sicher ist das nicht. So. Der Hammer-Clan schickt mich. Na, großartig. Was willst du? Du wirst den Hammer-Clan ab heute wieder bewirten. Interessante Geschichte. Erklärst du mir auch noch, warum ich das tun sollte? Naja. Du verdienst. Weil ich dir sonst den Schädel spalten muss? Berserker müssen zusammenhalten. Persönlichkeit 3. Ich will mich ja jetzt nicht mit dem anlegen. Ich nehme das gar nicht ernst. Ich speichere mal. Damals wäre er davon nicht bestraft worden. Nur am Saufen. Wenn ich jetzt sage... Der Hammer-Clan schickt mich. Weil ich dir sonst den Schädel spalten muss? Weil ich dir sonst den Schädel spalten muss. Du willst dich mit mir anlegen? Du kannst es gerne versuchen. Ich werde vor der Taverne auf dich warten. Komm her, wenn du bereit bist. Ist das überhaupt möglich? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die da oben werden das schon regeln. Du willst also, dass der Hammer-Clan bei mir wieder was zu trinken bekommt? Dann zieh deine Waffe und zeig mir, wie ernst du es meinst, Freundchen. Na toll. Ja, okay, dann halt nicht. Wir laden mal. Ich wollte jetzt nicht mit ihm kämpfen. Ich dachte, vielleicht macht er ja dann, sagt er, ja, okay, alles klar. So, ich könnte mir jetzt... Ich könnte ihm jetzt auch 500 Elex geben. Elixid geben. Aber... So viel Köche verderben den Brei. Ich schau mal eben, was mit Persönlichkeit... Sei lieber still. Persönlichkeit 0? Das riecht nach Ärger. Das ist ja ein dickes Ding. Interessanter Gedanke. Verdient hat er das nicht. Für Sie tut es mir leid. Das habe ich schon ganz anders gehört. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Ist das dein Ernst? Sie sollte wirklich nicht immer so viel... Wir klären das später. Ich nehme das gar nicht ernst. Ich kann das ja später klären, wenn ich mehr Persönlichkeitspunkte habe. So, dann würde ich sagen... Lass das lieber bleiben. Es geht sofort weiter. Kurzer Cut. Alles klar, so. Weiter geht's. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt mal aus der Stadt wieder raus. Ich wollte jetzt eh... Genau, hier die gestohlenen Gerätschaften. Das wollte ich doch schon lange mal machen. Wir haben ja jetzt auch noch die Aufgabe bekommen, hier irgendwo, warte mal, wo war das? Gesetz, spurlos verschwunden, falsche Lehren, nicht willkommen. Gerechte Strafe, ja, da müssen wir vielleicht auch mal gucken. Gefährten. Achso, da müssen wir auch nochmal hin. Wo ist das denn? Es gibt immer was zu tun. Nachschub für die Setzer. Nein, sondern Erntezeit, genau, Erntezeit. Oh Gott. Ja. Das kann ich gleich machen, aber ehrlich gesagt würde ich jetzt gerne mal eine der ersten Missionen machen. Und zwar hier.
Gucken, ob wir unsere Sachen wieder kriegen. Das würde mich jetzt am meisten interessieren. Und dafür würde ich sagen, gehen wir hier oben hin und dann schauen wir mal, welchen Weg wir nehmen. Ich könnte Duras mal hier lassen. Vielleicht lasse ich Duras mal hier. Oder soll ich ihn mitnehmen? Ich bin mir nicht sicher. Ach komm, wir gehen mit Duras. Da bin ich anderer Meinung. Was? Oh, verdammt. Lass das lieber bleiben. Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps. Ich gucke in die falsche Richtung. Ach du Scheiße. Wir gehen einfach hier raus. So. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, den Duras jetzt mitzunehmen. Ich dachte, ich könnte auch mal den Alp mitnehmen. Aber mit dem komme ich nicht hier hoch. Ich will ja von hier weitergehen. So. Kriege ich auch. Den kriege ich auch. Und ich muss mir noch mal gucken, wie ich das mache mit den Tränken herstellen. Oh Gott. Da lief ein Vieh. Ja! Oh Gott. Tja. Und doch, cool. Ach, das geht nicht, weil ich keine Kraft habe. Jetzt aber. Viel bringt das nur auch nicht, aber egal. Ich futter einfach die ganze Zeit Wasser, brauche ich nicht so viel Heiltränke. Ich hoffe, ich bin hier noch auf der richtigen. Ja, wir sind. Wir kommen auf jeden Fall in die Richtung. Kann ich hier was machen? Nee. Vollkraut. Ich schaue mich hier einfach mal um. Imposant. Was? Was imposant? Mir mal durch. Geht schneller. So. Komm. Hier gibt's nix. Irgendwie. Das soll ich. Das war wohl nichts. Nochmal, okay. Alles klar. Zu einfach. Grüner Stein. Von mir aus. Klopapier. Sehr schön. So. Hier kann ich noch mal ein bisschen Fleisch braten. Gut.
Dann hätten wir das. Hier gab es ja jetzt nicht so viel, ne? Ah, hier gab es... Oh! Jagdbogen, Alter! Hier gab es ja jetzt nicht so viel. Ich... Ja, ist nicht zu fassen. Gut, dass ich hier nochmal genau geguckt habe. Ihn direkt nehmen, das wäre cool. 45 macht er. Nein! Der braucht natürlich mehr Geschicklichkeit. Nicht schlecht. Ich habe mittlerweile 61 Pfeile. Aber gut. Gehe ich noch richtig? So ungefähr. Ich kann abkürzen. Das werden wir, glaube ich, auch mal versuchen. Soll ich auf dem Weg bleiben? Ich speichere mal. Die Frage ist jetzt, soll ich mich da umgucken? Ich glaube, ich nehme erstmal die Abkürzung. Come on, ich muss da rüber. Glück gehabt. Mir noch gefehlt. Das ist zum Glück ein normaler Raptor. Den kriegt der platt. Boah. 4 Krallen, 5 Zähne. Das sind einige Sachen, die man verticken kann. Das ist schon nicht schlecht. Und ich sollte was trinken. So. Ich glaube, da kommt noch einer. Oh, oh Gott. Wo ist der Raptor? Holy shit. Greif den anderen an. So, danke schön. Autsch. Los. Alles klar, 40 Erfahrung immerhin für einen Raptor. Und es gibt echt ordentlich Zeug dafür. Die Frage ist, bin ich hier richtig? Ja. Zumindest sind wir nicht falsch. Cool, wie sieht das denn hier aus? Also das hat sich auf jeden Fall schon um einiges gebessert. Meine Kampfskills. Was ist das hier oben? Irgendwas ist da und ich würde gerne wissen, was. Ich speichere mal. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch falsch, dahin zu gehen. Das ist ein Banditenlager mit sonst wie viel. Achtung! Ja, ich hab's festgestellt. Kreischer! Keine Ahnung, was das für ein Vieh ist. Ist kein Beißer.
Das scheint ein bisschen härter zu sein. Sieht zwar genauso aus, Alter, muss aufpassen, dass ich da nicht runterfliege. Muss der da so nah am Abgrund sein? Scheiße! Den Duras platt gemacht? Ah, falscher Knopf. Mich doch am Arsch. Wo ist der? Junge, was machst du da? So, wo sind wir denn hier? Was zum Geier? Das Vieh mache ich platt! Was ist das denn? Das lebt sogar. Alter! Schlappbeast! Nein, nee, ist klar. Ich bin hier genau richtig. Ich steck mal weg. Ich guck mal kurz, was es hier so gibt. Während er sich da so durchkämpft. Check ich mal aus, was es hier so gibt. Eine Truhe. Das war wohl nichts. Ich glaube, ich habe da irgendwas hinter mir. Zu einfach. Hohoho. Hey. Na? Ganz ruhig. Duras. Duras, komm mal mit. Duras, ich glaube, wir gehen wieder. Duras, wir kommen später wieder. Und weg. Ich glaube, da gehen wir ein anderes Mal hin. Kommt der echt hinterher? Ist ja nicht so gut. Oh Gott, da unten ist auch irgendein Typ drin. What the fuck? Alter, wir haben gerade ein paar Probleme hier. Oh shit! Was hat der hier so an Energie? Der Hascher? Ach du Scheiße, ey! Den haben wir doch auch keine Chance. Ach, komm, ey.
Bring was zu Ende. Ich wollte eh laden. La la la. Ich guck mal, wo er uns rauslässt. Ich helfe dir. Das hatten wir doch gerade. Das hatten wir doch gerade schon. Komm, wir gehen wieder. Ich sammle hier noch eben alles auf. Ja gut, wenn er unbedingt da oben kämpfen möchte, bitte. Soll er noch ein bisschen kämpfen halt. Los geht's! Okay. Und ab dafür. So. Gut. Hätten wir das. Der Typ ist hoffentlich da oben geblieben. So, ich speichere mal hier. Wir müssen also hier in die Nähe und das sieht ist gefährlich aus. Unten hängen Typen ab, mit denen ich nichts zu tun habe. Okay. Ich bin gespannt. Ich werde mich reinschleichen. Fuck. Ich erkenne sein Gesicht. Dann hoffe ich für ihn, dass er meine Ausrüstung noch hat. Woher habe ich jetzt ein Schwert, Alter? Ah, so sieht man sich wieder. Ah, du bist es, der Mann aus den Bergen. Dann ist mein Plan aufgegangen. Dein Plan? Was soll das sein? Wo habe ich das Schwert her? Nun, du bist hier. Wo ist meine Ausrüstung, die du mir gestohlen hast? Langsam, Kollege. Eins nach dem anderen. Jetzt entspann dich erstmal. Wir können ja in Ruhe über alles reden. Einen Drink? Okay. Ich hätte nicht wenig Lust, dich vom nächsten Felsen zu stoßen. Für einen Typen aus dem Eisland bist du ziemlich unentspannt. Und dabei heißt es immer, ihr hättet gar keine Emotionen. Was? 3 Jahre vor der Exekution. Verflucht. Was ist hier passiert? Er ist uns auf den Fersen. Wer? Der Alpkommander? Er ist nicht nur irgendein Commander. Es ist Jax, die Bestie von Xakor. Bist du dir sicher? Nein, aber ich fürchte, wenn wir es herausfinden, ist es für uns beide zu spät. Hier habt ihr euch verkrochen. Scheiße. Ist er das? Hey Mann, du musst das jetzt nicht tun. Wir sind auch ganz schnell wieder verschwunden. Ja genau. Wir wollten bei euch Alps nicht plündern, ehrlich. Wir sind nur rein zufällig hier vorbeigekommen. Irrelevant. Euer Elix gehört jetzt uns. Wir können uns doch sicher irgendwie einigen. Nein, die Direktive ist eindeutig. Okay.
Jetzt erzähl mir erstmal von deinem grandiosen Plan. Nun, es kommt nicht so häufig vor, dass ein so hochdekorierter Alp-Commander degradiert wird und es überlebt. Schau dich an. Du bist zwar jetzt ein Ausgestoßener, aber hast trotzdem deine Instinkte nicht verloren. Du hast meine Ausrüstung gestohlen, um mich hierher zu locken. So viel habe ich kapiert. Aber wieso? Was willst du von mir? Ein ganzer Pulk von ziemlich miesen Typen ist hinter mir her. Da könnte ich deine Instinkte wirklich gut gebrauchen. Okay. Wo ist jetzt meine Ausrüstung? Tut mir du, werden immer von irgendjemandem gejagt. Also, wo ist jetzt meine Ausrüstung? Ist eine gefährliche Gegend hier. Mit so einem wertvollen Kram hat man schnell die Plünderer am Hals. Da habe ich sie lieber gleich verscherbelt. Was? Und die Kohle in Nahrungsmittel und Wasser umgesetzt. Mit anderen Worten, sie ist weg. Hey, das musst du verstehen. Das Risiko war mir einfach zu groß. Das war ja klar, Alter. Du glaubst wirklich, ich lasse dich hier einfach wieder weg? Hey, komm schon. Ich weiß, ich bin dir etwas schuldig. Gib mir wenigstens die Chance, deinen Verlust wieder auszugleichen. Ja, wie denn? Typen wie du werden immer von irgendjemandem gejagt. Tja, dann ist das für dich wohl eine ganz neue Erfahrung. Könnte mir vorstellen, dass die Alps einen ganzen Trupp Soldaten schicken, wenn sie wüssten, dass du immer noch lebst. Drohst du mir etwa? Nein, aber ich wette, du könntest ebenfalls Unterstützung gebrauchen. Genau wie ich. Naja gut, warum sollte ich so verrückt sein, dir zu helfen? Warum, Edan, was hast du dort gemacht? Warum sollte ich so verrückt sein, dir zu helfen? Du bist bestimmt ein ganz harter Bursche, aber von den Eigenheiten und Ticks der freien Menschen hier draußen hast du keine Ahnung. Du glaubst, ich brauche Nachhilfeunterricht in Sachen menschlicher Psyche? Hey Mann, ihr Eisklötze kommt doch viel zu selten raus aus eurem Palast in Xarkor. Wie willst du da wissen, wann dich ein schmieriger Waffenhändler oder ein illoyaler Söldner übers Ohr haut? Das sagt genau der Richtige. Du magst ein Experte in der Kriegsführung sein, Commander. Doch ohne deine Armee bringt dir das hier draußen wenig. Du, Eisklotz, brauchst jemanden mit Gespür fürs Geschäft. Na schön. Na schön. Nehmen wir mal an, ich kaufe dir diesen Unsinn ab. Ja, nehmen wir das einfach mal an. Dann würdest du mit mir zusammen in die Hauptstadt der Outlaws gehen und ich zeige dir ein paar nützliche Dinge. Okay, und was würden wir dort wirklich tun? Sagen wir, ich habe ein paar Probleme, allein in die Stadt zu gehen. Ohne schlagfertige Begleitung könnte es für mich ein kurzer Aufenthalt werden. Das klingt, als hättest du mächtigen Ärger am Hals. Nun, ich muss wohl jemanden im Vor die Tour vermasselt haben. Und jetzt hetzt er die Meute auf mich. Er hat sogar Steckbriefe verteilt und ein vierstelliges Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Och, ist das zu fassen? Vierstellig. Ach ja, mein Name ist übrigens Ray. Ray. Du bist also Ray. Wir wurden doch schon nach Ray gefragt. Wir wurden doch nach Ray gefragt an dem Tor zu den Ausgestoßenen da hinten, oder? Warum Edan? Was hast du dort gemacht? Ich musste für eine Zeit lang aus der Wüste verschwinden. Edan ist zwar auch nicht der sicherste Ort, aber immer noch besser als die feurigen Klippen von Ignadon. Wer hat Kopfgeldjäger auf dich angesetzt? Genau das versuche ich gerade herauszufinden. Ich meine, es gibt da so einige, denen ich das zutrauen würde, aber... Ach ja? Ja, aber ich muss es genau wissen. Sonst wecke ich nachher noch schlafende Hunde, wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß jetzt schon, dass ich es bereuen werde. Man kann über euch Eisklötze sagen, was man will, aber irgendwo unter eurer kalten Haut ist da mit Sicherheit ein Herz versteckt. Nun, zumindest wenn ihr erstmal eine Zeit lang vom Elex runter seid. Verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Bin schon weg. Ich warte auf dich vorm Eingangstor der Stadt. Lass dir nicht zu viel Zeit, sonst darfst du bald nur noch meine Überreste zusammenkratzen.